My lane spot to the beat of the stereo, and nothing but the radio. Ja Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dem versprochenen Duel-Commentary mit Anton. Yo, bin heute auch mal am Start. Und ja, ich rede erstmal über das Gameplay, was bei mir jetzt im Hintergrund läuft. Und zwar ist das versprochene 97K-Gameplay auf der Map Whiteout. Wir haben zusammengespielt in einer Viererparty halt mit Anton, der mit dabei ist. Anton kennt ihr auch alle. Und noch Faro. Und ja, diesmal habe ich wieder die FAD gespielt, weil zu diesem Zeitpunkt hat mir die echt gut gefallen. Oh, sie gefällt mir immer noch gut. Und es war schon eigentlich so, dass ich da off-gehen wollte, oder wie war's? Ja, du wolltest eigentlich oft gehen, aber dann hast du noch gesagt, komm, spiel noch eine Runde. Hätte er noch fast eine 100 plus gemacht. Also ich habe mir so gedacht, what the fuck, wie kann der Nils so in dem Spiel abgehen? Weil ich habe wirklich noch kein richtig gutes Gameplay. Er spielt nur so eine 7 Minuten FFA Campstrike. Aber echt Respekt, Alter, was du da die ganze Zeit spielst. Ja, Digga, bei dir wird das auch noch. Du bist ja auch ein richtig guter Spieler. Nur man muss sich, glaube ich, erstmal an das Spiel gewöhnen. Mhm. Ich sage jetzt erstmal kurz noch was zu meinem Setup. Also ich habe halt mit diesem 12er Heli gespielt. Dann noch, glaube ich, mit dieser 8er Streak. Das ist so eine Art AH6 Überwachung. Und mit dem Hund oder der Setcom? Ich glaube, mit der Setcom war es sogar. Und dann kam halt dieses Gameplay raus. Ich habe gar nicht drauf gespielt. Es ging auch 12 Minuten. Finde ich auch cool, dass meine Teammates da halt so richtig die Fahnen eingenommen haben. Wir haben zwar am Ende noch verloren, aber Zeit war auf jeden Fall genug da. Genau. Mein letzter Heli hat leider noch zu wenig Kills gemacht. Ja, du hast richtig Pech gehabt. Ich glaube, beim ersten Mal, als du einen Heli rausgehauen hast, hat der, glaube ich, keine Ahnung, 15 Kills oder so gemacht, ne? Okay. Und dann hast du ihn, glaube ich, bei 89 Kills oder so rausgehauen, das wäre eigentlich locker ein 100 plus geworden, aber auf einmal hat er nur so 5 Kills gemacht. Ja, das war scheiße und am Ende wurde ich dann nur von hinten gekillt, da hätte ich auch noch 3 Kills machen können, aber was will man machen, 97 Kills, trotzdem krasses Gameplay, ich weiß jetzt nicht, wie viele Kills es, wie viele Gameplays es schon gibt mit mehr Kills, weißt du da was? Also, ich glaube, in Deutschland gibt es noch kein einziges 100 plus, vielleicht ist es sogar ein deutscher Rekord, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Insomilis, so ein amerikanischer YouTuber, der hat auf jeden Fall 98 Kills. Und das alleine mit Specialist, also ist schon echt krass, was die Leute da schon für Gameplays und so spielen. Deutschland-Rekord wäre ja schon wieder krass, Alter, was hier am Anfang wieder abgeht bei mir. Aber ich denke mal trotzdem, dass man sich so erstmal an das Game gewöhnen muss, weil du hast ja auch ein paar Sachen angesprochen schon, die du scheiße findest, oder? Ja, also ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir Call of Duty Ghosts noch nicht so wirklich. Man muss sich halt echt an das Spiel gewöhnen. Nils hat anscheinend das Spiel sofort von Anfang an verstanden, Laufwege und so. Bei mir ist so, Leute, wahrscheinlich kennt das eine oder andere von euch auch, ich laufe durch die Map und einfach so quer durch. Ich habe gar keine festen Laufwege und dann werde ich immer von hinten, von der Seite gekillt. Ich kann noch so ein krasses Aim haben. Ich habe, glaube ich, bei meinem Account eine 28er Prezi, obwohl ich nicht mal mit Burstwaffen spiele. Also Aiming habe ich ja, aber irgendwie, ich krieg trotzdem nichts gebacken bei dem Spiel. Und ja, ich denke, was ganz wichtig ist bei dem Spiel, man muss einfach einen Tick defensiver spielen. So komplett durchrushen wie in Black Ops 2 geht einfach nicht, weil man ja kein Orbit hat. Ja, das war bei mir am Anfang auch so, da habe ich erstmal, halt, die kann ich die Maps und so alles noch nicht. Und dann bin ich erstmal rumgerannt und wurde die ganze Zeit von hinten gekillt. Und dann haben wir auch angefangen mit den Setcoms zu spielen. Und mir ist aufgefallen, am Anfang laufen jetzt auch trotzdem ganz viele mit diesem Attentäter oder Ghost Perk, ich weiß nicht, wie das heißt, auf jeden Fall gegen dieses Setcom immun. Das ist auch schon ziemlich nervig, dass man das so direkt am Anfang irgendwie freischalten kann. Aber ich habe da, denke ich mal, schon eine richtig geile Klasse entdeckt. Und wenn ihr halt diese Klasse mal sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich dann nochmal ein Video zu. Mhm. Und oder irgendwelche Tipps und Tricks und Laufwege. Und ich denke mal, dass Anton jetzt auch noch heute oder morgen seine scheiß Campstrike da erspielen würde und auch krasse Gameplays raus hat, das ist halt wie gesagt, dass man sich am Anfang nur an das Gameplay gewöhnen muss. An das Game, nicht an das Gameplay. Und ja, war bei mir am Anfang auch so. Ich habe jetzt, keine Ahnung, um die 6 Spielstunden, weiß ich nicht genau. Und du? Boah, ich habe wahrscheinlich auch so viel Spielstunden, ich bin mir nicht sicher, aber so nochmal Stichwort Maps. Ich finde einfach, bei Ghosts sind die Maps einfach nicht so cool. Es gibt vielleicht 2 oder 3 Maps, die richtig gut spielbar sind. Also zum einen hier Strike Zone, finde ich ganz cool. Du auch, ne? Ja, und hier Whiteout. Whiteout und hier, ich glaube, Freight oder so heißt die. Die finde ich auch noch ganz okay. Aber der Rest, diese so Chasm und so weiter, das sind die größten Drecksmaps, weil die Gegner kommen von oben, von unten, von rechts, von links. Teilweise sind die India, was weiß ich alles, ey. Und das regt immer richtig auf. Viel zu groß, Mann, viel zu groß. Ja, ich finde es auch einfach irgendwie so ziemlich langweilig. Das mache ich wahrscheinlich auch kein Road to Commander, weil man macht in 10 Minuten vielleicht 20 Kills auf ein paar Maps. Außer halt auf den kleineren Maps wie Strikes. Und deshalb finde ich das irgendwie total, ich schlafe teilweise ein beim Spielen, so langweilig ja, ist Mann, das. Ja, Mann, so geht's mir auch, ohne Scheiß. Und ich warte nur darauf, dass da jetzt irgendwie Bodenkrieg rauskommt. Aber anscheinend wird das ja nichts mehr. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Aber ich denke mal,
Nee. mit Bodenkrieg, wer das spielt, einfach tausendmal geiler, ohne Scheiß. Ja, ist so. Dann könnte man auch auf den größeren Maps ganz normal spielen und nicht immer auf diese kleinen Maps da warten. Oder ich fände es auch gut, wenn die einfach mal ein DLC rausbringen, sodass die jetzt fünf kleine Maps oder so da reinbringen. Weil wenn Leute Bock haben, kleine Maps zu spielen, dann kaufen sie sich halt das DLC. Und ich meine, da kann man doch einfach variieren, nicht nur so große und zwei kleine machen. Oder drei kleine. Genau. Ich finde das kacke. Ja, bei mir ist auch so das Problem, ich sehe teilweise die Gegner gar nicht. Auf diese einen, ich glaube, wie heißt die Map? Prison Break oder so? Die so ähnlich aufgebaut ist wie Jungle aus Black Ops Ja, 1. genau. Da sehe ich die Gegner teilweise nicht. Ich sterbe einfach und dann denke ich mir, was ist das für ein Scheiß? Oder ich fühle mich auch manchmal so im Spiel, als ob ich Battlefield oder so spiele. So vom Ja. Spielgefühl. Und das Oder wie stimmt siehst du auch. das? Ja, dass man so oft, ich finde, man wird ja auch so oft von hinten gekillt. Und das liegt ja eigentlich auch an dem Spawn-System. Und das Spawn-System in dem Spiel finde ich einfach, das ist random. Wie bei MW3 war das. Bei Black Ops 2 war das schön, dass die immer alle bei ihren Flaggen gespawnt sind. Wenn man zu nah dran war, dann sind die halt woanders gespawnt. Ist ja klar. Aber jetzt ist das so, egal welche Flagge die haben, die spawnen einfach irgendwo, wo, keine Ahnung, wo die gerade Bock haben. Und das finde ich halt so das Blöde an dem Spiel auch. Was ich halt echt irgendwie richtig komisch finde, dass halt richtig krasse Spieler noch gar keine gescheiten Gameplays gerissen haben. Zum Beispiel, ich bin ja nicht der Einzige, aber zum Beispiel der Sky, Lukas halt, der ist auch ein richtig krasser Spieler, Leute, also einer aus unserem Clan. Ich glaube, sein höchstes Streak war bis jetzt 17 oder so. Und der ist echt übermenschlich, wie der spielt teilweise. Aber er hat noch nichts gebacken bekommen. Der Nils hat jetzt schon, was weiß ich, wie viel Premieren und so aufgestellt. Ist echt richtig krass. Also nochmal Respekt an dich. Ich glaube, bis jetzt hast du mit Abstand die besten Gameplays Deutschlands. Weil ich Ja, hab kann sich ich. alles ändern, Digga, kann sich alles Ja, ändern. aber bis jetzt auf jeden Fall, ohne Scheiß, setzt du den Gameplay-Standard ein bisschen voraus, sag ich mal. Ja, ich werde jetzt mal gucken, was demnächst noch so möglich ist im Spiel. Ich weiß das ja noch alles gar nicht. Also 100 plus ist jetzt auf jeden Fall möglich. Habe ich ja letztens ein Video Ja. drüber gemacht. Ist 100 plus möglich? Ja, ist es. Aber so andere Sachen, so meinst du, eine Triple Cam Strike ist möglich? Rein theoretisch? Also für mich bis jetzt unerreichbar. Ich habe ja noch nicht mal eine geschafft in Herrschaft. Ah, theoretisch. Aber theoretisch, ich weiß nicht, vielleicht wenn man irgendwie allein im Spawn rumrennt oder was weiß ich und die Ja. ganzen Leute dich supporten mit Setcoms und so weiter. Ich meine, vom Prinzip her ist das dann ja wie ein MW3 eigentlich, oder? So, MW3 Triple Moab ist ja eigentlich das gleiche, nur bis auf, dass du so schnell droppst und dass du einfach Also was auf jeden Fall sicher ist, dass Headshots man hast. keine Triple Cam Strike machen wird auf Chasm oder was weiß ich. Vielleicht auf Strike Zone oder auf Freight oder so ist es vielleicht möglich, also eine Triple Cam Strike. In MW3 fand ich es auf jeden Fall leichter, eine Moab zu erreichen. Ist einfach so, weil die Maps einfach viel kleiner sind und man konnte die Gegner viel leichter kontrollieren und so. Und das Spawn-System war auch ein Tick besser, nicht so. Und in Black Ops 2 der Orbi einfach. Ja, in Black Ops 2 der Orbit. Ich fand es einfach, in Black Ops 2, die Noobs konnten dich nie, also was heißt, selten killen. Es gab natürlich Zielsuche und so weiter. Ja. Aber hier, wenn ich mir teilweise die Killcams anschaue, wenn ich zum Beispiel verrecke oder so, dann sehe ich, wie der Gegner nach links, nach rechts und so weiter verzieht mit seiner Waffe und trifft dann ein oder zwei Schüsse und ich bin trotzdem down. Und ich treffe jeden Schuss und oder ich schieße die Gegner als erstes an und gehe trotzdem down. Ich verstehe das einfach nicht. Ich finde es ein bisschen komisch. Also, kein Plan. Ja, geht mir genauso. Und ich denke mal, das waren jetzt eigentlich so unsere ersten Eindrücke. Ich werde das Gameplay jetzt ein bisschen schneiden, damit ich nicht allzu viel zu rendern und zu hochladen habe, damit ich auch noch ein bisschen Ghost zocken kann. Ihr wisst ja, wie es läuft. Und ja, danke, Anton, dass du mir das Jo, Dual-Commentary kein Ding. gemacht Noch hast. ganz kurz, wahrscheinlich werde ich das Dual-Commentary auch auf meinem Channel hochladen. Wahrscheinlich dann meine extrem errushte FFA-Camstrike in 7 Minuten, 40 Sekunden oder so, aber ich habe jetzt, wie gesagt, noch nichts Besseres erspielt. Ich glaube, auf Flooded oder so war die erspielt. Und ja, aber das Gameplay ist jetzt bei mir, also auf meinem Channel eigentlich eher Nebensache. Auf jeden Fall, Leute, für die, die es dann auf meinem Channel sehen, schaut auf jeden Fall bei Nils vorbei. Wie gesagt, bis jetzt mit Abstand der beste Spieler in der Community. Also es ist echt krass, wenn ich spiele, gehe ich, was habe ich, eine Zweier- oder Dreierquote und er macht da fast ein 100 plus, also ohne Scheiß. Und ja, was willst du Und noch ihr auch bei sagen? Anton. Schaut bei Okay, Anton vorbei. Dankeschön. Okay, also Leute, ich würde mal sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, bewertet das Video und ja, Tschüss Schlusswort auch von kriegst du. mir. Jo, haut rein. Can't see what's in front of you, you lose. When I need it, you lose.